Ja, vielen Dank, Frau Präsidentin. Meine Damen, meine Herren, Sparen ohne Sinn und Verstand, Herr Ludewig, warum ist das wohl so notwendig geworden, dieses Sparen ohne Sinn und Verstand? Erinnern Sie sich da noch? Zum Haushalt Gesundheit, exemplarisch die Krankenhauspolitik. Sie verkünden Land auf und Land ab, und Herr Graf und Herr Isenberg hat es ja vorhin auch nachgeplappert, allen Ernstes eine Trendwende bei der Krankenhausfinanzierung. 1993 bis zum Jahr 2000 haben die CDU-Regierungen die Krankenhausinvestitionen in diesem Land von 330 Millionen Euro auf 133 Millionen Euro zusammengestrichen. Das war eine Streichungsorgie, kann ich Ihnen sagen. Die Experten der Berliner Krankenhausgesellschaft und der Krankenkassen haben Ihnen den Begriff Trendwende doch schon im Ausschuss um die Ohren gehauen. Keine Rede davon. Und darüber können Sie auch nicht mit Ihrer Umstellung auf die Pauschalförderung hinwegtäuschen. Und da hilft Ihnen auch nicht Ihre Zahlenakrobatik, die wir gleich auch wieder hören werden und für die die genervte Gesundheitsverwaltung Ihnen ständig den Zahlensalat herrichten muss. Es geht hier nicht um irgendwelche Pro-Kopf-Vergleiche. Es geht um die absoluten Summen und um den tatsächlichen Bedarf. 40% mehr bekämen die Krankenhäuser an Investitionsmittel. Die rote Nummer 0061 aus Ihrer eigenen Verwaltung widerlegt diese mehr. Danach betrug das Ist der Krankenhausinvestitionen 2011 94,6 Millionen Euro. Das war noch unter Rot-Rot. 2014 waren es 106,58 Millionen und 2015 dann allerdings nur noch 79,57 Millionen. Diesen Tiefpunkt hatten allein Sie zu verantworten und den machen Sie hier nun offenbar zum Bezugspunkt Ihrer Rechenkunststücke um die plakativen 40%. Sie kündigen großspurig imaginäre Qualitätsstandards und angebliche Mindestpersonalvorgaben für die Krankenhäuser an. Die sind aber nirgendwo wirklich sachgerecht abgebildet. Und für die findet sich nirgendwo in Ihrem Haushalt eine entsprechende Refinanzierung. Noch so ein Stück für die politische Luftgitarre. Sie bestellen munter weiter, ohne zu bezahlen, und loben sich dann auch noch für die Gerichte, die die Häuser Ihnen dafür lau aufzutischen haben. Das ist politische Zechprellerei. Dann haben Sie auch noch die Stirn in der roten Nummer 2197 zu behaupten, durch das von Ihnen ausgereichte Fördervolumen werde der Spielraum der Krankenhäuser für ökonomisches Handeln und für ihre Eigenverantwortlichkeit bei der Entscheidung über Zeitpunkt und Umfang bedarfsnotwendiger Baumaßnahmen erweitert und deren Absicherung der Gesamtfinanzierung gestärkt. Das ist doch wohl ein Witz. Für das Krankenhaus Neukölln mit der größten Rettungsstelle Berlins werden allein für einen ersten Sanierungsbauabschnitt 150 Millionen Euro benötigt. Und was bekommt Vivantes? 2016 sind es 33,453 Millionen. Aber das für alle neuen Standorte. Vivantes betreibt 9 große und wichtige Versorgungskrankenhäuser in dieser Stadt. Das vergessen Sie immer zu sagen. Pro Haus stehen damit 3,7 Millionen Euro zur Verfügung. Dazu stellt dann der Senator in einer Antwort auf eine Anfrage des Kollegen Langenbrink gewitzt fest, aufgrund der hohen Investitionssumme sind aber zusätzliche Mittel additiv zur Pauschale notwendig. Vivantes prüft die Möglichkeit zur Bereitstellung von Eigenmitteln. Verflixt nochmal, nach geltendem Gesetz ist das immer noch eine öffentliche Aufgabe, diese notwendigen Investitionen zur Verfügung zu stellen. Und damit sind Sie in der Pflicht, um den Neubau in Friedrichshain zu finanzieren. Musste das Unternehmen bereits solche Eigenmittel teuer einkaufen? Der Preis dafür wird nun zur bedrohlichen Last für das Unternehmen und seine Beschäftigten. 30 Millionen mehr an Einnahmen sind zukünftig notwendig, um allein diese Kredite mittelfristig zu bedienen. Und gerade jetzt hauen Sie per Gesellschafterbeschluss mit dem Verzicht auf die Voraussetzungen für eine interventionelle Kardiologie dem Unternehmen auch noch eine wichtige Einnahmequelle weg und damit der Stadt eine unverzichtbare Versorgungsstruktur auf Dauer. Da müssen Sie einfach mal drüber nachdenken. Und dann die SIVA-Mittel. Um 40 Millionen Euro SIVA-Mittel aus dem Topf zu bekommen, musste Vivantes 34 Millionen Euro aus dem schier unerschöpflichen Quell ominöser Eigenmitteln ertüchtigen. Dabei wissen wir doch ganz genau, woher diese Eigenmittel stammen, aus den Taschen der Versicherten. Trendwende? Davon kann überhaupt nicht die Rede sein. Sie bedienen immer wieder den gleichen Mechanismus der nicht einmal mehr heimlichen Monistik, indem sie die Häuser zwingen, die Gelder, die sie für die Behandlung ihrer Patienten bekommen, denen für die Sanierung ihrer Dächer zu stehlen. Der Vertreter der Ersatzkassen hat es Ihnen doch im Ausschuss erklärt. Würden die Berliner Krankenhäuser nur 10 Millionen Euro ihrer benötigten Investitionen nicht
über die Betriebskosten aus den zweckentfremdeten Mitteln für die Krankenversorgung quersubventionieren müssten, könnten auf einen Schlag 200 Pflegekräfte mehr eingestellt werden. Posse! Helios brüstet sich im Jahr 2014 mit einem Gewinn vor Zins und Steuern von 553 Millionen Euro. Sie werfen den beiden privaten Häusern des Konzerns hier in Berlin dennoch rund 5,5 Millionen Euro an öffentlichen Investitionsgeldern hinterher. Unterdessen regnet es in Köln weiter rein, weil da das notwendige Geld zur Sanierung fehlt. Aber 5,5 Millionen ins Gesellschaftervermögen der privaten Konzerne. Belassen wir es dabei. Nicht nur bei den Krankenhausinvestitionen fehlt Ihnen jenes erkennbare Konzept. Mir fehlt hier nur die Zeit, auf all die anderen Luftnummern auch noch einzugehen. Vielen Dank.